Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Plugin Review Tutorial. Und zwar heute mit dem Plugin CTSNC. Was ist CTSNC? Einmal ist CTSNC eine Abkürzung, das heißt Custom Tab List, Scoreboard Name Tag and Chat. Zum Beispiel hier oben nochmal. Und das ist, sag ich mal, ja okay, das Bild erklärt schon am meisten. Es fügt Tab hinzu, Willkommen, Titel, ein Scoreboard, eine Nachricht, auch jetzt schon animiert. Gibt noch eine verbesserte Version davon, wo dann noch mehr animiert ist und auch mit anderen Features, könnt ihr aber auf der Seite nachgucken. Das Setup erkläre ich euch selbst. Commands haben wir, zeige ich euch auch am besten in Game. Permissions sind, das sind alles die Kommando-Permissions. Dann gibt es eine Permission, um den Chatfilter, es gibt einen Chatfilter, um den zu umgehen. Und die Oberpermission, ctsnc.sternchen, könnt ihr alles nutzen. Ja, Features haben wir schon, Custom Prefix, Animate Tab, Header und Footer, Scoreboard, Variablen, dazu komme ich gleich nochmals, eine animierte Action Bar, verschiedene Name Tags, dann Scoreboard hat auch mehr als 10 Linien. Placeholder API ist auch recht praktisch. Das sind dann, glaube ich, auch nochmal 200 oder 300 Variablen, die ihr dazu noch nutzen könnt. Dann Vault Support, Player Point Support, ein Stat-System, ein extra Chat-System. Dann haben wir Titles und Subtitles, Action Bar, wie schon gesagt, Color Codes, Broadcast Functions mit Kommandos, Permission X. Verfügbar ein Welcome-Back-System sogar, ne? Das heißt, wenn ihr joint und wieder joint, das könnt ihr natürlich alles einen ausstellen, dann kriegt ihr eine Willkommen-Zurück-Nachricht als Beispiel. Clear-Chat, dann bestimmte Welten, Server-Time-System, also was denn die Zeit von eurem System, halt des Servers ausliest, ein AFK-Modus und multiple Tab-Linien, also zum Beispiel in der ersten Tab-Linie oben. Hi, da unter deinen Servernamen oder Spielnamen, da unter den Servernamen. Und es gibt eine API. Hier sehen wir mal die API für die 1.8, für die 1.8.3 und dann ab da und also von 1.8.3 bis zur 1.8.4 und dann ab der 1.8.6 das hier unten. Variablen. Haben wir hier so ein paar Sachen für zur Verschönerung, den zum Beispiel, ich lese jetzt nicht alle vor, es wird zu lang, da sind jetzt 39 Stück, in der Verbesserung glaube ich sogar noch mehr. Und hier haben wir zum Beispiel Spielername, Servernamen, maximalen Spieler, wie viel Geld man hat oder wie viele Punkte man hat, Tode, Kills, Ping, dann ja, Permission X, eine Gruppe, Zeit, Server RAM, Ticks per Second, XP Level, Enchantment Level, Weltname, Spieler in nur dieser Welt, Spieler IP, Lebenspunkte des Spielers, maximale Lebenspunkte des Spielers, den Display Name des Spielers und das Hunger Level des Spielers. So, die Config zeige ich euch auch. Und ja, hat auch sehr gute Bewertung. Ich glaube, ein Average Rating, also eine Durchschnittswertung von 4,5, letzte Woche 5. Und bei 1500 Downloads, das heißt auch schon was. So, ihr ladet euch das dann jetzt hier runter. Habe ich schon gemacht. Und zieht es auf euren Desktop. Ja, hier ist dann unser Desktop. Und hier haben wir, wie in dem letzten Tutorial, was ich gezeigt habe, das werde ich auch nochmal verlinken, wie ihr grundsätzlich einen Server macht. Dort habe ich gezeigt, wie ihr einen 1.8 Server macht und einen Protocol Hack Server. Dieses Plugin ist für die 1.8, also von der 1.8 bis zur 1.8.8 und aktuell noch nicht für den Protocol Hack. So, dann haben wir jetzt hier ein Server Tutorial, einen Plugin Ordner und kopieren dort das Plugin herein. Dann starten wir den Server. Ich gehe erst auf die Config an und am Ende zeige ich euch alles in Game.
Das generiert die Welten. Jetzt sehen wir auch schon Vault Connection, Vault Economy Connection, Player Points, Placeholder API und Permission X. Die sind jetzt alle natürlich fehlgeschlagen, weil wir keine Plugins installiert haben. Wollt ihr aber zum Beispiel jetzt Vault nutzen, weil ihr dort mit Economies als Beispiel euer Geld habt, dann zieht einfach Vault hier rein. Und Economy und dann sind die beiden Vault Connection und Vault Economy Connection beide auf True. So, dann können wir auch den Server wieder stoppen. Und jetzt sind wir schon in Ordner ctsnc. Eine Config. Ich schließe mir die anderen Configs noch. So, und jetzt haben wir hier. Der Auto-Update, da würde ich auf True lassen. Server-Version. Wenn ihr das auf True schaltet, dann kriegt ihr, wenn ihr auf den Server joint, eine Nachricht, auf welcher Version euch euer Server hundertprozentig befindet. Bungee Cord ist für Bungee Cord Variablen. Kann man eigentlich standardmäßig auf Forts lassen. Ein Präfix. Hier könnt ihr alle möglichen Präfixe eintragen. Auch könnt ihr hier die Variablen nutzen. Zum Beispiel hier. Das ist so eine Art File. Ein Zeitformat, wie bei der, wenn ihr die Zeitvariablen nutzt, wie euch das ausgegeben werden soll. Aktuell ist es Stunden, Monate, Sekunden. Also das englische Format. Dann TPS Collector. Wollt ihr den die TPS-Variable, also Ticks per Second nutzen, lasst es auf True, ansonsten könnt ihr es auf False stellen. Das ist, wenn ihr einen Server habt, der wirklich extrem wenige Ressourcen hat, sagen wir einen halben Gigabyte, dann würde ich das auf False stellen, da das doch ein bisschen mehr zieht. Und wir sehen schon, es ist recht lang, die Config. Jetzt kommen wir zum ersten Oberthema, der Chat. Wir haben die Option, den Chat komplett zu blockieren. Haben die Option des Custom Chat Format, das heißt, ihr könnt ein spezielles Chat Format festlegen. Das ist jetzt standardmäßig drin. Ist das denn, deswegen wird, wenn ihr eine Nachricht schickt, das auch nicht standardmäßig, also anders aussehen als im normalen Minecraft Chat. Also, und wenn ihr das nutzen wollt, müsst ihr die auf True haben. Chat Replace Variable heißt, wenn ihr zum Beispiel jetzt euer Geld in Chat schreiben wollt. Dann nutzt könnt ihr einfach die Variable nutzen, aber nur wenn das auf True ist. Custom Chat Name ist, wenn ihr zum Beispiel OP seid, habt ihr speziellen Namensfarbe und das wird hierbei dann im Chat auch angezeigt. Eine Chat Clear Message ist so gesehen die Broadcast, also wenn ihr jetzt den Chat cleart für alle, dann steht da im Chat, zum Beispiel bei mir jetzt, Herbie cleared the Chat. So. World Blacklist Support. Sagt, glaube ich, alles. Hier haben wir eine World Blacklist, was man nicht schreiben darf. Wenn ihr das auf True stellt, wird jedes Wort danach durchgeguckt. Ansonsten, wenn ihr das nicht haben wollt, auf False. Und wenn ihr das auf True habt und jemand das schreibt, dann wird diese Nachricht ausgesendet. Nächstes Thema. Tab List. Hier habt ihr erstmal standardmäßig die Option, sie an- und auszuschalten. Dann gibt es noch eine Option. Ihr könnt dann zwischen zwei unterschiedlichen Modis unterscheiden. Den Normalmodus, wo es dann oben steht und unten steht. Dann geht ihr, also wenn ihr das haben wollt, geht ihr auf Enable, auf True und dann habt ihr den Header und den Footer. Das kennt man ja soweit. Ich will aber jetzt mal das Neue haben und zwar das Animierte. Dann müsst ihr Animate auf True stellen und Normal auf False. Habt ihr beides auf True, gibt es eine. Sendet euch das Plugin eine Nachricht. Das weiß ja nicht funktioniert. Und zwar bei True könnt ihr den hier so lang machen, wie ihr möchtet. Er bewegt sich, sage ich mal, immer seitlich. Also er scrollt seitlich den Text, den ihr hier angibt, entlang. Deswegen steht hier auch 28 ist die maximale Länge, wie lang gleichzeitig, wie viele Buchstaben, dazu zählen auch Leerzeichen, wie viel maximal angezeigt wird. Space between Start and End heißt einfach nur, wenn er hier angekommen ist, wie viele Abstände soll er warten, bis er dann wieder vorne anfängt. Und die Geschwindigkeit in Ticks, ja, wie schnell er durchlaufen soll. Das könnt ihr für einen Header und Footer ersetzen. Jetzt kommen wir zum Join. Wenn ein Spieler joint, könnt ihr hier eine Benutzer definiert, also eine Join-Message festlegen, zum Beispiel jetzt ist auch standardmäßig auf True. Auch als Beispiel Herbie has joined the server. Titles habt
Ihr könnt ihr einmal allgemein an ausschalten. Wenn ihr es anhabt, dann könnt ihr den Titel, habt den Titel und den Subtitle. Ihr könnt ihr dann für beide eine Einblendzeit, wie lange stehen bleiben sollen, wie lange es dauert, bis er dann ausgeblendet ist, könnt ihr einstellen. Dazu habt ihr eine Action Bar. Und hier habt ihr auch wieder das gleiche, wie wir schon hier oben bei der Tablist gesehen haben. Einmal können wir es allgemein anschalten. Dann haben wir einen Normalmodus und einen animierten Modus. Beim Normalmodus zeigt es einfach an und beim animierten Modus geht halt auch wieder diesen Text in der Action Bar durch. Die bleibt aber so lange da, bis diese Zeit zu Ende ist. Das ist hier wichtig. Diese Display Duration heißt also ein Text, das sind 150 Ticks jetzt. 20 Ticks in einer Sekunde. Und nach diesen 150 Ticks hört die Nachricht auf und verschwindet. Also würdet ihr das zu 1 Million setzen, dann würde die ganze Zeit durchlaufen. Und das für jeden Spieler, der joint. Also es wäre sehr. Es könnte irgendwann den Server sogar zum Absturz bringen. Deswegen gibt es hier Display Duration, damit läuft alles so, dass ihr es gar nicht merkt. Space between Start und End ist das gleiche wie oben bei Tablets. Die Abstand zwischen Start und Ende. Und die maximale Länge ist 16. Weil bei der Action Bar ist es wichtig, darauf zu achten, das gleiche auch am Scoreboard, wie lang, das sage ich jetzt halt extra, weil es sonst Fehler gibt, wie lang die Nachricht ist. Und da sollte man möglichst bei 16 Zeichen bleiben, dass es sonst Fehler gibt. Hier sind wir jetzt beim Welcome Back System. Die erste Option ist das Server Restart Override. Das heißt, wenn ihr das einschaltet, dann wird, wenn ihr das allererste Mal auf dem Server joint, wird ihr in der Datei-App gespeichert. Und dann auch selbst wenn der Server neu gestartet ist, werdet ihr nie als erstmaliges joinen, sondern immer wieder willkommen zurückgehalten. Solltet ihr das aber auch false haben, wie standardmäßig ist, dann wird dann nach dem Server Restart das zurückgesetzt. Und ihr habt wieder die normale Join-Nachricht. Hier könnt ihr auch das gleiche dann nochmal machen wie die on join, wie beim Join. Ihr habt Titles, die Action Bar. Das könnt ihr nochmal festlegen. Hier seht ihr vielleicht, wenn es euch schon aufgefallen ist, hier könnt ihr keine Zeiten festlegen. Und zwar die Welcome Back Nachricht nimmt die Zeiten von der Join, vom Join-System. Und wenn ihr den Server verlasst, gibt es hier auch eine Option, Quiet Message. Könnt ihr auch wieder an ausschalten. Hier könnt ihr dann eine spezielle Nachricht einschreiben, sondern das Herbie hat den Server verlassen. Jetzt haben wir nochmal einen allgemeinen Nachrichten-Part. Und ja, eine keine Berechtigungsnachricht, könnt ihr auch alles wie gesagt an ausschalten. You don't have the right permission, standardmäßig. Hiervor müsst ihr euch dann auch immer den Präfix denken. Der Ping, das ist jetzt auch nochmal interessant. Ihr habt eine Broadcast Option, eine Private Option. Wenn jemand das Kommando ausführt, slash ping, dann würde, und das ist auf Enable by Private, dann würde er eine Nachricht bekommen, your current ping is, also dein aktueller Ping ist, ja, ping. Und wenn ihr das beim Broadcast, also wenn ihr das auf True habt, ihr könnt auch beides auf True haben, dann wird eine Nachricht gesendet, der Ping von Herbie ist das und das. Ja, hier ist ja noch, mir ist gerade aufgekommen, ein kleiner Fehler. Und zwar wurde im letzten Update die Variable von p zu pg geändert. Deswegen würde ich jetzt hier noch einfach dahinter ein kleines g schreiben, das sonst nicht den Ping ausgibt. Dann haben wir das AFK-System. Das ist mit einem extra Kommando. Und hier können wir jetzt einstellen, wieder Private einschalten. Und dann, wenn er es erstmal eingibt, you are now in the AFK-Mode, und wenn er es wieder eingibt, dann nimmt er euch raus. Das gleiche haben wir auch mit dem Broadcast. Der Spieler Herbie ist im AFK-Modus, und dann, wenn ihr nicht mehr AFK seid, könnt ihr es wieder rausnehmen. So. Das war jetzt schon eine Menge erklärt. Und jetzt kommt es zum interessanten Part. Den Custom Tags. Das heißt, euer Name, oder wenn jemand von jemand anderem den Spielernamen sieht, ist er dann farbig, oder ihr könnt da alles Mögliche vorhängen. Enabled ist klar, ob ihr es an- oder aus haben wollt. Und jetzt haben wir hier den Default OP-Tag. Das heißt, wenn jemand OP ist, würde er
Und ich schalte das auf vor, als würde er den ersten Tag nutzen, weil ein OP hat jede Berechtigung. Das ist einfach so. Dann würde er automatisch diesen ersten Tag nutzen, weil der erste in der Liste ist. Egal welche Permission ihr dafür habt. Um das zu verhindern, gibt es den Default OP-Tag, würde ich auch true lassen. Dafür könnte jeder, der Operator hat, einen speziellen Tag geben. Und hier könnt ihr jetzt bei Tag 1, bei 10 eure ganz eigene Permission eingeben, was ihr wollt. Diese müsst ihr dann auch, könnt ihr dann auch in der, bei Permission X in die Gruppe passend dazu eintragen und einen Tag setzen. Zum Beispiel hat man jetzt die erste Permission, hat man Default vorm Namen stehen. Hier hat man Admin vorm Namen stehen, Developer vorm Namen stehen und so weiter. Und jetzt kommen wir auch noch zu einem anderen sehr wichtigen Part des Plugins, ist das Scoreboard. Im Scoreboard habt ihr die Option, einmal das ein- und auszuschalten und ein Update-Intervall zu setzen. Dieser Update-Intervall, hier steht auch schon ein Text, sagt halt, wie oft ihr das Scoreboard update. Hier habe ich jetzt alle 10 Sekunden, weil wenn jetzt 20 jetzt stehen würde, dann wird das Scoreboard anfangen zu flackern. Das kann man nicht beheben, das ist in Minecraft so. Und dann würde es die ganze Zeit verschwinden, auftauchen. Und es würde extrem den Server zum Laggen bringen. Also ich würde es so lassen. Das ist schon ein guter Wert. Ihr könnt jetzt den Header vom Scoreboard setzen, was in der, wie sagt man das, über der ersten Zeile steht. Und ja. Und hier habt ihr jetzt 12 Zeilen. Das müsste an sich eigentlich reichen, um euch komplett auszutoben. Ihr könnt jede Zeile deaktivieren. Und wenn ihr eine leere Zeile wollt, macht nicht so. Also lasst es nicht leer, sondern weil sonst nimmt die Zeile einfach aus und das Ganze rückt einen nach oben. Das sieht dumm aus. Sondern schreibt da irgendeinen Farbcode rein. Und E wäre zum Beispiel gelb. Und dann würde jetzt hier das F in gelb stehen. Aber da nur und E steht, kommt da ja nichts. Und dabei müsst ihr achten, wenn ihr dieses das im Leerraum nutzt, darf es niemals das gleiche sein. Zum Beispiel jetzt hier beim nächsten Leerraum habe ich und 2 genommen, beim nächsten und 3, beim nächsten und 0. Deswegen. Hier könnt ihr jetzt alles Mögliche eintragen. Spielernamen, Variablen, alles könnt ihr dort eintragen. Müsst ihr aber auch darauf achten, auf die Länge. Also wir können jetzt keine Nachricht packen, die, sage ich mal, bis hier hinten, also die bis hier irgendwo geht oder so. Das wäre zu lang. Das würde das Scoreboard nicht schaffen. Und dann wird es einmal über euren ganzen Monitor gehen. Das funktioniert nicht. Und ganz zum Ende, da haben wir es auch schon geschafft, ist der World Support. Dieser standardmäßig auf True und damit zeigt er dieses Scoreboard und allgemein auch die Text nur in diesen Welten an, die er eingibt. Stellt das also auf False, zeigt das in jeder Welt an, stellt es auf True, dann zeigt das nur in den Welten an, die hier stehen. So, das war es jetzt erstmal zum Config. Ich glaube, das ist eine der längsten Config-Erklärungen, die ich bisher jemals gemacht habe. Und wir starten den Server nochmal. Jetzt zeige ich euch das noch einmal alles in-game, dass es auch funktioniert. Und ja. So, wir sehen, es lädt alles wieder. Minecraft. Ich habe jetzt über den Direct Connect, geben wir wieder unseren Local Host ein. Ich benutze die Minecraft 1.8.8. Es funktioniert aber auch mit der ganz normalen 1.8 und der 1.8.3, das ist egal. Das erkennt das Plugin auch genau beim Server automatisch und passt sich jeweils an. So, wir können jetzt auf Join Server klicken, Logging in. Und wir sehen schon, Welcome Herbie. This is the animated action bar, sehen wir, da haben wir da unten gesehen. Und jetzt sehen wir auch schon, Herbie has joined the server. Hier haben wir jetzt die Herzen, die wir als Variable angegeben haben, den Namen Welcome Herbie, Online-Spieler, den Server, die aktuelle Uhrzeit, das ist jetzt mein PC-Uhrzeit. Und wir sehen da oben auch, with the new animations, CTSN works fine. Und es funktioniert auch soweit. So, ich muss jetzt einmal kurz gucken, ob ich auch OP habe. Weil ich glaube, ich hatte keinen OP, weil mein Name ist leer. Und wir sehen schon, es hat sofort aktualisiert. Jetzt sehen wir auch schon mein Skin halt und dann Sternchen. OP, Doppelpunkt, Herbie 2212. Wenn ich jetzt was Chat schreibe, sieht das so aus. Und zwar dieses Symbol hier. Das ist die Variable. Normalerweise würde das nicht so aussehen. Ja, mal gucken. Okay.
Was jetzt noch wichtig ist, da ich jetzt OP habe, habe ich sofort die Permission, habe ich ja von erklärt, um den Chatwortfilter um zu umgehen. Deswegen kann ich das jetzt auch schreiben, wenn ich jetzt mich deopen dürfte, es nicht mehr gehen. Jetzt sehen wir schon, this word is not allowed. Okay. So, es funktioniert alles. Mein Name wurde jetzt auch wieder aktualisiert. Ich kann jetzt auch zum Beispiel FD ist das Food Level. Jetzt sehen wir, mein Food Level ist 15. Ja, ihr seht, es funktioniert. Es ist an sich ein perfektes System, weil alles in einem kombiniert ist. Nochmal zu den Kommandos. Ist auch recht einfach. Reload sagt alles. Also mit Slash CTS könnt ihr die Hilfe aufrufen. Mit Reload könnt ihr die Config reloaden. Mit Scoreboard könnt ihr das Scoreboard abschalten. Mit Tablets die Tablets abschalten. Diese beiden Optionen werden aber erst nach einem Neustart wirksam. So, ich OP mich jetzt noch einmal. Mit Slash CTS Title könnt ihr halt ein Title senden. Zum Beispiel jetzt Slash CTS Title Hi. Und wenn ihr eine Leertaste nutzen wollt, dann müsst ihr einen Unterstrich verwenden. Zum Beispiel Hi Hi. So. Das ist jetzt nur. Oh, Title mir jetzt nochmal. Das gleiche am Subtitle haben wollte, schreibt ihr es so. Und es funktioniert. CTS Action Bar, da glaube ich auch alles. Damit könnt ihr eine Nachricht über die Action Bar senden. Hallo an alle. Achso. Da gilt auch wieder das gleiche mit den Unterstrichen. Hallo an alle, wir sehen's. Steht hier nochmal, Unterstrich vor Leertaste. Slash CTS CC. Funktioniert so nicht, sondern ihr müsst danach immer Slash me oder all eingeben. Wenn ich me eingebe, dann ist mein Chat geklärt. Und wenn ich all eingebe, Slash CTS CC all, dann wird der Chat geklärt und steht habe geklärte Chat. Wie ich vorhin schon erklärt habe. Nun haben wir Slash CTS Time. Und dann zeigt the current time ist, was hier auch an das Variable steht, 17:36 und 58 Sekunden. Ping. The ping of Herbie is 0. Your current ping is 0. Das liegt daran, weil der Server auf meinem PC läuft. Und da sollte der Ping eigentlich immer 0 sein, wenn nicht. Es kann auch mal passieren, dass er 1 ist, aber normalerweise ist er nur, wenn es höher als 1 ist, wäre es schon bedenklich. Und AFK steht ja auch: The player Herbie is now AFK, you are in the 11K Mode. The player Herbie is not more AFK, you are not more in the 11K Mode. AFK heißt, falls jemand nicht weiß, away from Keyboard, also weg von Tastatur. So, und das war's auch schon mit allen Kommandos. Sind jetzt bald bei gut 25 Minuten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch einen Daumen nach oben da oder auch ein Abo, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Folgt mir doch auf Twitter, da poste ich aktuell immer mal neue Nachrichten soweit. Und ja, da seid ihr noch immer aktuell, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Plugin-Tutorial. Bei Fragen immer mich könnt ihr mich über Skype adden oder in die Kommentare schreiben. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Tutorial, Review. Und bis dahin, tschüss.